Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2 hier bei mir auf dem Kanal. Ich bin mittlerweile aus der Sommerpause zurück, habe aber in der Zwischenzeit erstmal ein bisschen LS22 und EA Sports PGA Tour gespielt, einige Folgen produziert. Jetzt habe ich allerdings Lust, dort wieder anzuknüpfen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, denn es gibt ja mittlerweile eine neue Fahndung und zwar hier Broken Wings, gebrochene Flügel. Wir müssen dazu allerdings erstmal den Einführungseinsatz beenden, um diese Fahndung einzuleiten. Und das heißt, wir müssen, glaube ich, hierher, nämlich zur Siedlung. Jo. Zuvor aber zwei, drei Worte, denn ich habe es mittlerweile mitbekommen. Also es gibt mal wieder ein bisschen Stress hier um The Division, weil ja wieder mal Ubisoft, man muss einfach sagen, wieder einmal ein bisschen hier sich nicht an ihre, ja, ich sag mal, Timetables oder ihre Roadmaps hält. Und deswegen gibt es einige, ja, Unzufriedenheit. Und ganz vorneweg natürlich Charles, der jetzt auch ein Statement gegeben hat und gesagt hat, er wird sich jetzt erstmal ein bisschen zurückziehen von The Division 2. Nicht endgültig, denke ich, sondern er wird natürlich auch erstmal abwarten, was sich jetzt da hier die nächsten Wochen und Monate tut, ob dann wirklich diese versprochenen Sachen noch kommen oder nicht. Denn man hat es ja mittlerweile schon sehr häufig erlebt, dass dann doch wieder gezögert bzw. hinausgezögert wurde, irgendwelche Neuerungen hier in das Spiel zu bringen. Wie gesagt, ich persönlich freue mich immer, wenn es ein bisschen in der Story weitergeht, weil die finde ich einfach toll in diesem Spiel, die Idee, die dahinter steckt. Das Spiel selber finde ich einfach auch super. Ich spiele es unheimlich gerne, immer mal auch zwischendurch. Und wenn sich natürlich hier was tun sollte, auch wie gesagt, vielleicht mal irgendwann ein dritter Teil, der einfach die Story ein bisschen voranbringt. Naja, wir werden sehen. Okay, das jetzt erstmal einfach nur dazu. Nichtsdestoweniger habe ich jetzt einfach Lust, mal wieder ein bisschen hier zu zocken, The Division 2. Und wir starten, indem wir jetzt erstmal hier flott rüber uns beamen zur Siedlung. Das, Katzi? Ist das bestätigt? Sokolova hat eine Nachricht für Sie. Ich will nichts von dem hören, was sie zu sagen hat. Wir müssen mal durchzählen. Schon erledigt. Es fehlen 8. 3 im Weißen Haus. Von Cindy wissen wir. Wer fehlt noch? Chernenko und der Stratege. Shit. Ja. Wo ist Kelso? Ah. Zurück in New York. Alles gut bei Ihnen? Ich weiß, dass Sie Fred nahe standen. Wir waren Freunde. Aber er war dein Bruder. Geht es dir gut? Nein. Nein, gar nicht. Hey, Ransom. Komm mal rüber. Oh. Geht's dir gut? Es tut mir so leid. Ich gehe rein und rede mit den Spähern. Hier. Tut mir so leid. Agent, fertig machen. Black Tusk hat Geiseln. Wir müssen unsere Leute zurückholen. Kein Mensch will... Feindlicher Kontrollpunkt. Danke, dass Sie gekommen sind, Agent. Black Tusk hält einige unserer Leute als Geiseln. Wir müssen sie befreien. Wally spricht mit den Kundschaftern. Sie meldet sich, wenn wir eine Spur haben.
Hey Agent, Wally hier. Wir suchen nach unseren Leuten und verfolgen ein paar Spuren, die hoffentlich was ergeben. Wir wollen unsere Zeit schließlich nicht verschwenden. Ich melde mich, wenn ich was Neues habe. So, okay, also, das ist jetzt mal ein bisschen was anderes, eine modifizierte Fahndung. Das heißt, wir sind jetzt nicht unterwegs, um irgendwelche böse Buben aus dem Spiel zu nehmen, sondern diesmal müssen wir also Geiseln befreien. Also, diese fünf Personen sind, wie gesagt, in die Hände geraten der Black Tusk und die sind natürlich sehr, sehr wichtig und die müssen wir also auf jeden Fall lebend wieder zurückbringen. Und zwar, ich denke, in die Siedlung, ne? Kontrollpunkt in der Nähe. So, aber zunächst sollen wir helfen beim Wiederaufbau der Schlosssiedlung. Denn wir sehen ja, es ist hier noch nicht freigeschaltet in der Fahndung. Wir können hier also noch nicht damit beginnen. Also lassen wir uns mal überraschen, die Schlosssiedlung. Die Schlosssiedlung. Kriegen wir einen Hinweis, wo wir helfen sollen, was wir tun sollen? Dumm-di-dumm-di-dumm. Schauen wir. Ah, da ist was. Da sollen wir hin. Bewässerungssystem beschädigt. Aha, Bewässerungssystem. Bewässerungssystem analysiert. Defekt erkannt. Zu geringer Wasserdruck festgestellt. Aha. Ja, ja, Teufel, Teufel. So, zu geringer Wasserdruck. Wo müssen wir lang? Da müssen wir lang. Und dann da. Okay. Dann drehen wir mal ein bisschen am Ventil. Erhöhter Wasserdruck festgestellt. Okay, dann wieder hier hoch. Und hier nochmal ein Ventil gedreht. Sehr schön. Wasserdruck stabilisiert sich. Sie geben einen guten Klempner ab, Agent. Naja, also das war ja jetzt einfach, ne? Also hier an den zwei Rädchen drehen, das hätte ja auch jeder andere gekonnt. Okay, ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen unterqualifiziert. Was haben wir denn sonst noch? Hauptstrom offline. Okay. Lokales Stromnetz beeinträchtigt. Hier? Stromnetz ausgefallen. Empfehle Neustart des Steuerungssystems. Karte aktualisiert. Energiequelle erkannt. So. Okay, da ist was. Okay, da müssen wir jetzt interagieren. Aha. Haben wir da jetzt eine Sicherung mitgenommen? Ah, okay. So, wo geht's lang? Jetzt wieder zurück, oder? Und da die zwei Sicherungen reingemacht, vermute ich. Stromnetz stabil. Okay, okay, okay. Ja, sehr schön. Es funkt und funkt. Generator aktiviert. Strom fließt. So, das war also der zweite Teil, wo wir hier helfen sollen der Siedlung. Jetzt gibt es noch einen dritten. Also Wasser, Strom. Was wäre das dritte? Fluktuationen im lokalen Stromnetz erkannt. Kommunikationseinrichtungen offline. Aha, die Kommunikation. Okay. Ach, das sind auch wieder Sicherungen. Energieniveau fast normal. Fast ist aber nicht ganz, nicht? Ein Kontrollpunkt wurde entdeckt. Kommunikationsrelais offline. So, jetzt bewegt sich die Antenne. Das war ja zu vermuten. Neu gestartet. Kommunikation läuft. Sehr schön, das müsste dann der dritte Teil gewesen sein. Hey Agent, John wurde in Southwest gesichtet. Hoffentlich können wir seine Spur aufnehmen. Agent, Mitchell Billings soll sich bei der Geisterbahn aufhalten. Sokolova hat irgendwas vor. Wenn er nicht den Geistern den Übergang erleichtern soll, weiß ich nicht, warum sie ihn dorthin gebracht hat. Ja, okay. Also wir können uns das jetzt, denke ich, raussuchen, weil man sieht es ja,
diese gesamten Aufträge bzw. Fahndungsmissionen sind ja jetzt freigeschaltet. So, Southwest, das ist Federal Triangle, Constitution Hall und da haben wir Downtown West. So, was sollen wir jetzt als erstes machen oder spielt das keine Rolle? Wir schauen nochmal ganz kurz rum. Ist hier irgendwas? Nö, da ist nichts. Okay. Gut. Wir kommen hier gar nicht runter im Moment. Ach du. Ich dummerle. So, nee. Also hier gibt es dann soweit nichts, wenn ich das sehe. Was ist das hier? Ein Raketenwerfer oder was? Ja, ja, das ist hier diese... Ah, okay, okay, okay. Alles sehr... Okay, sehr schön, sehr schön. Also, dann legen wir mal los. Und gehen in die Fahndung und fangen einfach hier, sage ich mal, im Gegenuhrzeigersinn an. Fangen hier mit dem John an. Sehr schön, sehr schön. 32, JTF-Pilot, Nationalgarde. Okay. So. Southwest. So, wir müssen auf die Karte. Wir müssen auf die Karte. Ah, okay. Nochmal kurz gucken. Auch da. Southwest, die Drossel. Kontrollpunkt. Ja, dann gehen wir erstmal dahin, denke ich. Da werden wir wohl hin müssen. Und uns den Weg freischießen, oder? Bingo. So. Dann da lang. Jo. So, ich habe meine altbewährte, mein G36 wieder dabei. Und ich muss mich, glaube ich, erstmal hier ein bisschen wieder einarbeiten, um zu sehen, wie das Ganze hier funktioniert. Wenn man dann doch längere Zeit nicht mehr gespielt hat. Also da sind auf jeden Fall die bösen Buben, die uns hier das Leben schwer machen möchten. Ups. Ah, von da oben schießt einer. Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay, wir holen uns mal die Verstärkung. Die Kavallerie soll mal hier anrücken. Verstärkung trifft ein. Und da ist auch einer. Okay, mit dem haben wir anscheinend was Besonderes vor. Dann rücken wir mal vor. So, wir müssen ein bisschen aufpassen. Dann nehmen wir mal hier unser Geschütz mit. Ups, und? Weil das werden wir vermutlich gleich da drin brauchen. Müssten jeden Moment da sein. Schaltet sie aus! Ja, komm hoch. So, dann gehen wir mal nach oben. Oben ist immer gut. Halt dich bloß fern von mir. Der Drohne hat uns anvisiert. Oh ja, der Kollege hier ist ein bisschen hartnäckig. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Blin!
Oh ja, da kommt wieder einer. Immer hinten auf den Rucksack, immer hinten auf den Rucksack. So, wie sieht's aus? Ah, da kommen noch mehr. Oh, ich mag es, ich mag es. Wohl die anderen Kollegen bleiben da drin und trauen sich nicht richtig raus, so wie es aussieht. Ach, das sind Drohnen, okay. Oh ja, das ist schlecht, das ist schlecht. So, die Drossel. Wo ist die Drossel? Registriere zusätzliche Feindkontakte. Oh ja, dann werden die von hinten kommen. Mit Sicherheit. Ja, die kommen von dort. Die kommen von da angelatscht. Okay. Lass sie bloß nicht vorbei. Aber da steht unser Geschütz auch ganz gut. Ja, kommt rein. So, was ist denn los jetzt hier? Er hier noch? So, die Drohne soll mal ein bisschen hier raus und hier ein bisschen die Jungs reinlocken. Ja, wie gesagt, man muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen, wenn man hier einige Wochen lang nicht gezockt hat. Oh ja, der. Ja, okay, okay, okay. Das passt schon, das passt schon. Da einer müsste da draußen noch rumspringen. Oh, da kommt einer übers. Oh, der ist ja ganz schön. Der ist ja krass drauf. Ach du Schande, da kommen ja noch mehr aus dem Bunker. Ja, da gehen wir aber jetzt mal lieber hier hoch. Ja, das dachte ich mir, dass das Ärger gibt. So, schön aufpassen, dass da hier keiner hochkommt. So, wo ist denn der da? Irgendwo springt da einer da vorne rum. Feuerunterstützung für meine Jungs hier. Für mein Team. So, dann gehen wir mal hier rüber auf die linke Flanke. Die Drohne hetzen wir mal auf den Kollegen hier. Ja, warum musst du auch Stress machen? Genau, warum musst du eigentlich auch Stress machen? Wärst mal lieber zu Hause geblieben auf dem Sofa und hättest vielleicht irgendeine schöne Netflix-Serie geguckt. Wir müssen sie abfangen. So, die Drossel haben wir eingenommen. Was müssen wir abfangen? Irgendwas müssen wir abfangen. Da müssen wir, glaube ich, rein. Ja, gebrochene Flügel. So, wie geht's jetzt weiter? Hier? Ah, Bahngleis. Okay, okay, okay. Wir müssen zum Bahngleis. Aber erstmal gehen wir hier rein. So, was gibt's denn hier Feines? Was gibt's Feines? Okay, das ist alles voll. Da muss ich ein bisschen aufräumen zwischen den Folgen. So, gibt's hier noch was? Gibt's hier noch was? Erstmal die Feuerunterstützung einpacken.
damit sich die regenerieren kann und wieder bereit ist, wenn wir sie brauchen. So, was haben wir denn hier draußen noch? Gibt's da draußen noch was? Agent braucht Verstärkung. Sehr gut. Vielleicht noch ein bisschen aufmunitionieren könnte nicht schaden, oder? Ist die Munition hier? Nein, die ist oben. Ah, da ist noch was. Hätten wir doch was übersehen. So, jetzt aber erstmal zur Munition. Die ist hier direkt neben dem Cola-Automaten. Habe ich tatsächlich übersehen. So, und dann auf zum Bahngleis. Wo ist das Bahngleis? Dumm-di-dumm-di-dumm. Bahngleis. Ich bin ein kleines bisschen irritiert. Müsste jetzt nicht da auf der Karte ein Symbol sein? Bahngleis. Ach, ein Kopfgeldeinsatz ist das. Okay. Okay. Augenblick nochmal. So. Bahngleis. Und das müsste ein Kopfgeldeinsatz sein und der müsste... Ah ja, okay. Den Kollegen hier, den John Train Stewart, da, jetzt erklärt auch, warum sich das hier Bahngleis nennt. Kopfgeldeinsatz aktivieren. Den werden wir auf jeden Fall noch mitmachen. Bestätigen. Und los geht's. So, dazu müssen wir... Okay, da lang. Da hinten gibt es noch ein paar Granatsche zu mitnehmen. In der Nähe, Sheriff. Okay, das Ziel ist in der Nähe, aber ich sehe gerade kurz auf die Uhr. Wir haben schon wieder ein bisschen 22 Minuten. Ich würde sagen, oh, da laufen sie, die Bösen, oder? Nee, das sind unsere Jungs. Also, ich würde sagen, wir machen hier ein kurzes Break. Das soll es gewesen sein für die erste Folge The Division hier nach meiner Sommerpause unter, ich sag mal, skurrilen Umständen, dass es ja ein bisschen Stress hier um diesen Titel wieder gibt im Moment, Aber ich möchte auf jeden Fall hier diese Fahndung noch zu Ende spielen. Diese modifizierte Fahndung Broken Wings, die gebrochenen Flügeln. Bei mir geht's gleich weiter dann im nächsten Video mit dem Kopfgeld. Also, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich gleich wieder hier bei mir auf dem Kanal. Ich sage Tschüss, Sergio. Bis demnächst.